damit herzlich willkommen zu einem neuen Video, wie ihr es vielleicht im Hintergrund erkennen könnt. Ich bin auf dem Campingplatz dieses Wochenende, 60 Kilometer von Köln weg, in der Nähe von Hennef. Ich laufe jetzt gerade ein bisschen spazieren, aber hier ist auch nicht so viel. Also man hat hier Bahnschienen, da kommt auch gerade eine Bahn. Und das war's. Es ist auch nicht mal so, mit dem Auto kommt man noch nicht mal irgendwo hin. Also ich laufe jetzt einfach mal ein bisschen hier rum. Ich muss mal gucken, dass ich irgendwo hier in den Wald komme, ein bisschen spazieren gehe, also zu Fuß, irgendwie in den nächsten Ort oder so. Da muss man über den Fluss, über die Sieg drüber. Und selbst da fährt man dann lieber mit dem Auto, als dass man zu Fuß läuft. Ich habe einen Stellplatz direkt am Fluss, so wie auf dem anderen Campingplatz, bei dem ich war. Ich werde vielleicht noch ein bisschen kochen. Ich habe aber auch zwei Brötchen gegessen und noch einen Hotdog. Also vielleicht koche ich heute gar nicht mehr, sondern dann morgen. Jetzt kann ich mir auch einen Kaffee und so machen. Das ist alles kein Problem. Bis die Violette explodiert, tatsächlich. Aber jetzt schaue ich mich hier auf jeden Fall erstmal ein bisschen um. Ich habe mich jetzt mal hier auf eine Bank gesetzt. Da hinten ist noch eine Bank und da hinten stand ich eben und dahinter ist der Campingplatz. Und die Aussicht hier ist einfach Wahnsinn. Da unten ist eine kleine Brücke, wo es dann hinten zu dem Ort geht. Aber da ist auch nichts, also sind noch nicht mal Einkaufsmöglichkeiten oder so. Aber ich habe vorgesorgt, ich habe eigentlich alles dabei, ich habe eingekauft. Genug zu trinken dabei, genug zu essen dabei. Es ist ja aber auch nur ein Wochenende, sodass ich gar nicht einkaufen muss. Ich habe schon mal geguckt, was ist hier so in der Umgebung. Und wie gesagt, zu Fuß kommt man halt nirgends hin. Man müsste schon ein Stückchen weit fahren, damit man dann einkaufen kann. Deswegen habe ich vorgesorgt. Ich werde jetzt noch ein bisschen weiter spazieren gehen. Es wird so langsam dunkel. Ich denke, essen werde ich nichts. Nichts mehr heute, dann koche ich morgen auf jeden Fall erstmal einen Kaffee. Aber ich laufe jetzt erstmal noch ein Stück weiter. Man glaubt gar nicht, dass man nur 60 Kilometer von Köln weg ist. Also es könnten auch 200, 300 Kilometer sein. Das ist auf jeden Fall endlich mal wieder weg mit dem Caddy. Auch wenn es nur für ein Wochenende ist. Jetzt mal den neuen Aufbau, also die neue Matratze auf jeden Fall ausprobieren. Gucken, wie alles so funktioniert. Ich war eben schon ein bisschen am Struggle mit der Matratze. Musste ich halt alles einspielen, aber das kriegt man halt alles nur, das erfährt man halt nur, wenn man auf Tour geht. Und deswegen laufe ich jetzt noch ein bisschen weiter und später geht es dann zurück zu Caddy. Ich bin gerade hier diesen Weg entlang gelaufen, der geht ziemlich steil hier runter. Ich bin mittlerweile im Wald angekommen. Hier geht der Weg noch weiter runter und geht dann hier hoch, um zu gucken, was hier oben ist. Ich bin einfach so ein bisschen losgelaufen. Es wird jetzt auch dunkel, beziehungsweise es sieht auch nach Regen aus. Dann habe ich hier diese Lichtung gefunden. Auf der Kamera sieht es heller aus, als es in Wirklichkeit ist. Ich habe so nur Google Maps auch dabei. Und solange ich die Straße höre, ist auch alles gut. Dann habe ich gedacht, es geht hier nicht mehr weiter, aber hier ist irgendwie noch so ein Trampelpfad und den werde ich jetzt noch ein bisschen entlanglaufen. Ich habe mal bei Google Maps geguckt, also zu einem Ort oder so komme ich hier nicht. Ich werde aber auch nicht mehr allzu weit gehen, weil ich dann auch noch zurücklaufen muss. Ich werde mal schauen, was da oben noch ist und dann geht es zurück zum Wagen. Ich bin den Trampelpfad, den ich gefunden habe, noch ein bisschen weiter gelaufen. Ich kam von hier unten dann so hoch über ein Feld und hier ist es einfach nur auf der einen Seite Wald und auf der anderen Seite ein Feld. Wenn man hier so rüber guckt,
sieht das schon aus wie ein Gladbach. Da ist auch so ein asphaltierter Feldweg, wo ich immer spazieren gehe. Also wenn ich nicht wüsste, dass ich nicht in Gladbach bin, das fühlt sich halt genauso an. Aber ich denke, allzu weit gehe ich jetzt nicht mehr, denn es wird wirklich dunkel und die Wolken ziehen immer stärker auf. Da hinten wird es schon richtig dunkel. Wie gesagt, auf der Kamera sieht das Ganze auch noch mal heller aus, als es in Wirklichkeit ist. Und ich muss diesen steilen Mountainbike-Weg auch noch runter. Da habe ich nicht unbedingt Lust, das im Stockdunkeln zu machen. Ich bin wieder zurück im Caddy, also schon ein bisschen länger, habe den Caddy schon abgehangen. Und dazu wird es aber auch gleich noch etwas geben. Im Moment habe ich das Problem, dass ich gefangen bin in meinem eigenen Auto. Dazu komme ich gleich. Und das ist meine Beleuchtung. Also ich habe jetzt die vom Caddy an, aber die Batterien, die sind schon so richtig aufgequollen. Also bei der sieht man es jetzt nicht so sehr, aber ich habe hier so Batterien, die sind schon so richtig, die sehen einfach so richtig komisch aus. Die fühlen sich auch schon so aufgedunsen an. Die sind aber auch schon ziemlich lange hier in der Beleuchtung drin. Auf jeden Fall sind sie leer und ich habe aber auch einen Ort gefunden, der hier zu Fuß 4 Kilometer entfernt ist, mit dem Auto 6 Kilometer, also mit dem Auto wären es irgendwie 10 Minuten, so weit, wie ich zur Arbeit fahren würde. Da werde ich aber morgen früh hinlaufen. Hier habe ich die Verdunklung noch nicht dran gemacht, weil hier ist eh dann der Fluss. Die Verdunklung, die fällt aber auch so langsam auseinander und hier kommt ja eigentlich das Fenster hin, dieses Gitter. Ich denke, dass ich das auch reinmache. Ja, ich denke schon, sonst beschlägt der Wagen halt so. Aber das ist dann auch abgedeckt und das Ganze fällt hier auch schon so auseinander und bröselt. Und das ist eigentlich ganz schön, aber ich denke, dass ich einen Schritt gehen werde, auch hier vorne. Da passt das nicht so richtig. Da muss ich das dann mit dem Buch und mit den Sonnenblenden und sowas alles abstützen. Und trotzdem passt es nicht hundertprozentig. Ich denke, dass ich einen Schritt gehen werde und mir eine komplette Verdunklung hole. Die gibt es einmal auch mit Saugnäpfen, die dann aber direkt an der Verdunklung dran sind, richtig fest dran geklipst. Das heißt, da muss ich die nicht immer irgendwie an der Scheibe festmachen und so. Oder der Caddy eigentlich als Baustellenfahrzeug hat diese Verkleidung hier nicht. Das ist alles einfach Metall, also darunter ist ja das Blech. Und da kann man dann, da sind so Magnete eingenäht in der Verdunklung, kann man die einfach dran klipsen. Es gibt aber auch, wenn man den Caddy halt so hat wie ich, dann gibt es so kleine Metallstreifen, die klebt man dann einfach hier hin und kann die Verdunkelung dann auch da dran machen. Ich denke, dass ich den Schritt gehen werde, weil auch hier das, ich habe so Rollos gefunden, die kann man dann so zusammen machen, so komische Faltrollos, die macht man dann einfach hier, kann man die so hin und her ziehen und dann sieht die so ganz schmal hier an der Seite dran für vorne und hinten. Aber weiß ich auch nicht, ob die auch hundertprozentig passen. Und ich denke, dass ich den Schritt gehen werde und wirklich mir einmal ein komplett Verdunklungsset holen werde, was dann auch besser isoliert ist und so gegen die Kälte. Und damit ich dieses Problem mit den Batterien nicht mehr habe, ich habe nämlich meine Batterien vergessen, es gibt so eine LED-Leuchte mit Touch. Gut, jetzt im Moment habe ich halt die Fernbedienung, das ist auch ganz cool, aber die Leuchte soll dann hier hin. Und da komme ich jetzt dran, da komme ich auch vom Bett aus dran und die ist über USB aufladbar, also mit Akku. Das heißt, ich kann hier einfach aufladen und habe dann immer Licht und vergesse dann nicht immer die Batterien. Jetzt hole ich mir wieder Batterien, da kommen dann insgesamt in das ganze Set jetzt 12 Batterien. Ich habe ungefähr 50 Batterien oder so zu Hause und es ist aber halt auch nicht nachhaltig, ne, wenn man immer Batterien holt. Und zum letzten Problem, dass ich in meinem Wagen eingesperrt bin. Mir ist nämlich die Heckklappe zugefallen. Und hier unten ist der Seilzug. Aber da komme ich jetzt nicht dran. Weil die Verkleidung davor ist. Das heißt, ich werde mir so ein dünnes Brett holen. Die ist ja grau, die Verkleidung. Die werde ich dann auch grau lasieren. Aber mit einer kleinen Aussparung, dass ich halt an den Seilzug, dass ich den betätigen kann und dann hier rauskomme. Denn jetzt im Moment muss ich übers Bett klettern. Und da die Türe raus. Und das ist immer so ein Akt. Ich wollte die Türe jetzt so ein bisschen zumachen, weil ich jetzt schon 4 Mücken im Auto habe.
Und dann hat sie eingeschnappt. Und jetzt bin ich hier gefangen. Muss ich gleich einmal quer durch den Caddy klettern, um rauszukommen. Ich gehe jetzt gleich noch duschen und dann gehe ich wahrscheinlich, oder ich werde mich hier noch so ein bisschen hinsetzen, ohne das Licht an, weil sonst kommen noch mehr Mücken rein. 4 Mücken, aber kein Schneider im Auto. Wären es 4 Schneider, wäre es wunderbar. Könnte ich gut schlafen, aber man kann nicht alles haben. Da werde ich relativ früh schlafen gehen. Irgendwie ist man immer total müde, wenn man so in der Natur ist. Ich habe aber auch meinen Nachmittagsschlaf nicht gehabt. Das merke ich auch. Und dann geht es morgen früh, werde ich erstmal einen Kaffee machen. Ich habe sogar die Milch vergessen, hervorragend. Muss ich mir dann auch noch holen, so Kaffeesahne. Und dann geht es relativ früh zu dem Ort. Vielleicht fahre ich aber auch einfach mit dem Auto. Ich weiß nicht, die Strecke jetzt eben war schon so anstrengend. Ich werde gar nicht mehr gewöhnt. Sind zwar nur 4 Kilometer, also eigentlich ist das kein Problem. Aber ich laufe auch so kaum noch oder gehe so kaum noch spazieren. In Gladbach bin ich ja sonst immer spazieren gegangen viel. Mache ich auch nicht mehr so. Ich bin es nicht mehr gewohnt. Also eigentlich sind diese 4 Kilometer gar kein Problem. So eine Stunde laufen, das ist normalerweise laufe ich so 2-3 Stunden abends. Aber man merkt das schon, wenn man das so eine Zeit lang nicht macht, dann merkt man doch, wie die Kondition so ein bisschen nachlässt. Naja, ich entspanne noch ein bisschen, baue das Bett auf und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen früh wieder. Einen guten Morgen. Ich bin mittlerweile aufgewacht, habe richtig gut geschlafen. Also die Matratze ist hervorragend. Die hat sich wirklich gelohnt. Es war auch nicht zu kalt in der Nacht. Also ich musste die Standheizung nicht anmachen mit der Decke. Ich habe mir noch eine dicke Decke zusätzlich reingetan. Ging das gut klar. Jetzt gehe ich bei ihm ans Waschhaus. Ich wollte eigentlich ja noch Kaffee machen jetzt. Aber ich glaube, ich gehe erstmal einkaufen und hole mir dann direkt Brötchen und mache mir dann einen Kaffee. So, der Kaffee hat mich auf jeden Fall wach gemacht. Hier sieht man noch ein paar Spuren und Misty Bialetti explodiert tatsächlich. Aber wach bin ich auf jeden Fall. Ich musste nämlich einmal den kompletten Caddy schrubben. Ich bin froh, dass die Bettwäsche nichts abbekommen hat, aber hier war alles voll. Es war sogar hier in der Dichtung drin. Musste ich erstmal komplett alles sauber machen. Ich bin auch noch komplett voller Kaffee. Das meiste hat meine Brust abbekommen und die ist jetzt schon verbrüht. Ungefähr so eine große Brandblase. Das heißt, die Bialetti habe ich jetzt erstmal weggepackt. Die war dann auch leer. Mein Caddy riecht nach Kaffee. Das stört mich jetzt nicht so sehr. Aber ich glaube, ich gehe jetzt los und hole mir auch irgendwo anders einen Kaffee und muss noch mal schauen. Ich habe sie wahrscheinlich zu voll gemacht. Sie hat den Kaffeesatz so hoch gedrückt. Dachte ich, Also ich gucke so rein, weil ich Kaffee gerochen habe. Guck rein. Sie hat den Kaffeesatz hochgedrückt, dachte ich, was ist das denn? Und dann, bumm, ist sie einmal komplett, hat sie mit hohem Druck alles, was sie in sich hatte, rausgepustet. Dabei ist da eigentlich so ein Überdruckventil dran unten. Was mich wundert, wo dann der Druck eigentlich rausgehen sollte. Naja, jetzt ziehe ich mir mal eben frisches T-Shirt an und dann laufe ich mal los. Ich bin jetzt losgelaufen hier in den nächsten Ort. Und ich habe mir jetzt gerade mal einen Tobi angeguckt von diesem Kaffeekocher. Die machen das auch bis zum Rand voll, diesen Trichter. Die drücken das aber auch nicht an und dann bei kleiner Flamme halt so köcheln lassen, dass das Wasser halt dann nach oben steigt, weil der baut ja Druck auf und steigt das eh nach oben. Ich habe den Kocher vielleicht auf Volldampf gestellt. We'll be right back.
Ich bin wieder auf dem Rückweg. Und wenn man da die Straße so runterkommt und in den Ortskern, wo dann auch die Kirche steht, das sieht schon ziemlich cool aus. Und da ist da so ein Marktplatz mit ein paar Geschäften. Und so die Straße entlang sind ein paar Geschäfte, aber das ist dann unten im Prinzip nur noch eine Straße und das war's dann. Hier ist ja auch noch ziemlich viel von dem Ort, aber der Ortskern an sich ist halt eine Straße mit ein paar Geschäften. Ich bin wieder im Caddy und leg mich jetzt erstmal ein bisschen hin. Ich bin die Strecke hingelaufen, die 4 Kilometer. Dann konnte man aber nirgends mit dem Rucksack rein. Ich hatte auch den Laptop noch im Rucksack und alles und die Kamera dranhängen. Und dann bin ich woanders hingegangen zum Einkaufen. Da konnte man auch nicht mit Rucksack rein. Da habe ich gedacht, ach komm, ich gehe eh noch ein bisschen spazieren. Hatte ja auch schon alles vom Weg gefilmt. Bin dann hierhin zurück, Rucksack und Kamera weggebracht und bin dann nochmal gelaufen. Ich bin jetzt, glaube ich, 16 Kilometer gelaufen oder so. Was eigentlich gar nicht so viel ist. Wir sind schon mal so 20, 30 Kilometer gelaufen. Aber ich bin's auch nicht mehr so gewohnt. Jetzt lege ich mich ein bisschen hin. Nach der Aufregung heute Morgen. Ich habe mir auch anderen Kaffee geholt, so Instant-Kaffee. Also diese komische Kaffeemaschine, die werde ich nicht mehr benutzen. Und dann gibt es trotzdem morgen einen Kaffee. Morgen früh habe ich mir auch nochmal Milch und so geholt. Kühlbox läuft erbarmungslos weiter, ist gar kein Problem. Koche ich. Wie gesagt, mal gucken, ob das alles in die kleine Pfanne passt. Aber ich bin zuversichtlich, das wird schon. Ich habe ja jetzt Erfahrung damit, den Caddy sauber zu machen. Danach gehe ich duschen, aber jetzt schlafe ich erstmal noch mal ein Stündchen oder zwei. Ich habe ja keinen Zeitdruck und wenn ich erst um 6 Uhr koche, ist ja auch nicht so schlimm. Boah, ich habe jetzt gerade geschlafen. Ich glaube, wir haben es gleich 8:15. Ich mache jetzt das Essen. Es gibt Nudeln, ein bisschen mit Hackfleisch. Also ich werde erstmal die Zwiebeln anbraten. Dazu gibt es dann das Hackfleisch, das kommt da als nächstes rein. Dann der Frischkäse. Und dann noch eine Paprika ganz zum Schluss, damit die nicht zerkocht. Dazu wird noch mit Salz und Pfeffer abgeschmeckt. Und dann, ich schaue einfach mal, ob ich da so eine Soße rauskriege. Ein bisschen Paprikapulver noch für die Farbe. Und dann wird das Ganze verspeist. Dazu gibt es, wie gesagt, Fusilli-Nudeln. Mache ich jetzt mal eben schnell. Das muss ich alles in der kleinen Pfanne machen. Aber jetzt schnibbel ich mal eben schnell das Gemüse. So sieht das Ganze hier aus. Also die Nudeln und dann hier einfach das Hackfleisch, die Paprika und ein bisschen Zwiebeln und sowas mit bei. Ich habe auch noch relativ viel, also ich kann gleich nochmal davon essen. Meine Beleuchtung vom Caddy spinnt ein bisschen. Ich kann die Innenraumbeleuchtung hier nicht mehr anmachen. Weiß ich nicht genau warum. Ich hoffe, ich bin froh, dass ich mir die Batterien hingeholt habe, sonst hätte ich gar kein Licht. Weiß nicht, ob die Batterie vielleicht zu leer ist. Auch wenn ich den Wagen oder eine Tür aufmache, dann war normalerweise das Licht so 10 Minuten an. Wenn ich es dann selber ausgemacht habe oder wieder abgeschlossen habe oder so. Und jetzt geht es innerhalb von 2-3 Sekunden sofort aus. Weiß ich nicht genau, woran das liegt. Ich bin wirklich froh, dass ich hier die Batterien mitgenommen habe. Aber die Positionierung der Leuchten, das ist auch nicht alles so optimal. Und an der Küche hatte ich jetzt kaum Licht. Da musste ich mir irgendwas basteln. Also normalerweise habe ich hier immer das Licht dann. Aber das funktionierte ja nicht. Weiß ich nicht genau, was da los ist. Die Kühlbox rattert gerade. Die hält komplett durch. Also dieses Akkuteil ist echt super. Ich glaube, das ist vielleicht jetzt gerade mal der zweite Strich. Vielleicht würde ich gleich mal gucken. Läuft jetzt auch schon mal mehrere Tage im Prinzip. Ich esse jetzt, dann muss ich gleich noch spülen. Ich hoffe, dass die Spülküche noch auf ist. Ich weiß es nämlich nicht genau. Heute Morgen war sie zu. Ansonsten muss ich das einfach morgen spülen. Ist egal. Ich habe mittlerweile aufgegessen. Es ist auch schon wieder alles gespült. Und jetzt gibt es noch einen Pudding. Ich habe auch schon den ersten Weihnachtsmann, Schoko-Weihnachtsmann so von Kinderschokolade. Habe ich auch noch im Kühlschrank. Und Butterkekse mit Schokolade drauf und noch so kleine andere Kekse. Das heißt, ich werde mir jetzt hier noch ein bisschen Nachtisch machen. Und dann vielleicht hebe ich mir den Pudding für morgen früh auf. Und dann werde ich mir hier auch ein bisschen den Wind anhören. Im Moment ist es so ein bisschen stürmisch. Bei den anderen regnet es in Gladbach. Hier zum Glück nicht. Es würde mich jetzt aber auch nicht mehr stören. Jetzt habe ich gekocht, also ich muss jetzt nicht mehr raus. Da würde es mich nicht stören, wenn es jetzt regnen würde. Und es ist auch echt gemütlich. Also es ist... hier
jetzt läuft die Kühlbox gerade wieder. Es ist nicht zu kalt, nicht zu warm, so dass man jetzt nachts im Caddy schwitzt. Ich bin schon froh, dass ich die dicke Decke mitgenommen habe. Aber die Standheizung muss ich nicht anmachen, so also noch nicht. Sind aber auch so in der Nacht, glaube ich, waren es irgendwie 13 Grad oder so. Also das läuft auf jeden Fall. Und hier diese Isolierung bringt auf jeden Fall auch noch gut was, dass die Wärme dann nicht so sehr rausgeht. Ich werde dann später hier das Bett wieder aufbauen, habe mir jetzt die Matratze mir anders hingelegt, dass ich die besser aus- und einfalten kann, also zusammenklappen kann und ausklappen kann. Aber ich werde hier bestimmt noch eine Stunde einfach so sitzen und ein bisschen ja, einfach mal die Ruhe genießen. Also es ist wirklich schön, einfach hier im Caddy zu sein. Ich liebe diesen Tisch unglaublich. Man glaubt gar nicht, dass man in einem Auto sitzt, auch jetzt gerade beim Essen. Und man kommt doch schon sehr zur Ruhe. Also es ist schon entspannend. Dann gehe ich wieder schlafen und dann würde ich sagen, sehen wir uns morgen zum Frühstück wieder. Es wird auch Kaffee geben, aber diesmal hoffentlich ohne Explosion. Also wie gesagt, diese Kaffeemaschine da, diesen Kaffeekocher werde ich nicht nochmal benutzen. Einen guten Morgen, ich bin gerade wach geworden. So sieht das Bett aus. Mit dem Ausblick hier. Ich werde jetzt duschen gehen, das Bett abbauen, dann gibt es noch einen Kaffee und dann geht es auch zurück nach Köln. Ist der Tisch aufgebaut. Da kann ich mir dann gleich den Kaffee machen, aber jetzt muss ich auf jeden Fall erstmal duschen gehen. So sieht mein Frühstück aus. Diesmal hat das Kaffee kochen tatsächlich geklappt. Ich werde das jetzt nur noch so machen. Also wie gesagt, dieser Kaffeekocher, der kommt mir hier nicht mehr auf den Herd. Ein paar Kekse dazu. Ja, noch ein bisschen hier mich hier hinsetzen und frühstücken. Und dann, ich habe leider gestern die Brötchen vergessen, wollte eigentlich den Rest Frischkäse noch machen. Aber egal. Dann geht es später auch wieder zurück nach Köln. So sieht mein Frühstück aus. Diesmal hat das Kaffeekochen tatsächlich geklappt. Ich werde das jetzt nur noch so machen. Also wie gesagt, dieser Kaffeekocher, der kommt mir hier nicht mehr auf den Herd. Ein paar Kekse dazu. Ja, noch ein bisschen hier mich hier hinsetzen und frühstücken. Und dann, ich habe leider gestern die Brötchen vergessen, wollte eigentlich den Rest Frischkäse noch machen. Aber egal. Es fängt jetzt gerade an zu regnen. Ich fahre jetzt aber auch zurück. Die Box ist leer. Ich muss mal gucken, ob ich die während der Fahrt aufgeladen bekomme. Also eigentlich sollte sie jetzt laden, weil der Caddy führt ja jetzt auch Strom. Ich kann ja jetzt zum Beispiel auch mein Handy aufladen. Mal schauen, ob das klappt, wenn ich den Wagen gleich anmache. Ansonsten lade ich sie zu Hause auf.
Ich hoffe, dass ich sie geladen bekomme. Auf jeden Fall war das nochmal so ein Ausprobierwochenende. Es klappt aber schon deutlich besser. Hier, wie gesagt, der Nachbar, der hier noch war, der sagte auch, wie cool der Caddy ausgebaut ist. So raffiniert mit dem Tisch und sowas alles. Ein Freund von ihm holt sich einen Berlingo und er hat sich einen Berlingo geholt und will den auch ausbauen. In der Kühlbox sind aber auch nicht mehr so wichtige Sachen. Ich hatte die auch zu Hause noch laufen, testweise, um zu gucken, wie lange sie denn hält. Also den Akku mit der Kühlbox und dann am Freitag, den ganzen Freitag noch. Zu Hause 15 Stunden, den ganzen Freitag, den ganzen Samstag und jetzt der Sonntag, also so 4,5 Tage komme ich damit hin. Das ist auf jeden Fall in Ordnung. Gut, jetzt war es auch nicht so warm. Ich glaube, im Sommer sieht das dann anders aus. Das war es auf jeden Fall von meinem kleinen Wochenendabenteuer. Ein Abenteuer war es ja auf jeden Fall mit dem Kaffeekocher. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da und dann sehen wir uns zum nächsten Video wieder. Bis später. Ciao.